Noah, bist du Ghostwriter oder Songwriter? Weil wieso ist geheim? Du kannst doch, wo du jemand drin stehst, öffentlich machen. Manche möchten das nicht, Bruder. Unterschreibst du doch eine Verschwiegenheitsklausel? Nö. Unterschreibst du nicht? Ich bin auch so seriös und professionell, wenn mir jemand so, wenn ich das sage, man weiß es ja bei den Leuten, die da so rumbabbeln oder nicht. Und bei mir, die Leute wissen, ich babbel einfach nicht rum, Bruder. Ich brauche keinen extra Vertrag, wo mir jemand hinschreibt. Würde ich auch niemals unterschreiben, weil ich würde mir niemals meinen Mund verbieten lassen. Dann würde ich sagen, okay, ey, dann scheiß drauf, dann lass den Song nicht kicken, Alter. Dann okay, so. Eine Frage, Bruder. Lebst du von dem Geld, was du als Songwriter machst, oder lebst du mehr von dem Geld, was du an Einnahmen hast von deinen eigenen Songs? Ich würde meinen, schon mehr von meiner eigenen Mucke, Bruder. Aber nicht, weil das Songwriting wenig ist, sondern weil das mehr bringt. Okay, das ist krass. Weißt du, ich meine so? Aber das ist heißt nicht, dass es so Dings da. Also, ich glaube, mein Auto habe ich mir davon geholt. Das ist krass, Bruder. Mein Auto habe ich mir davon geholt. Das ist krass. Beispiel es so. Gibt, ich muss hier jetzt meiner raushauen, Bruder, wallah. Ich muss jetzt mir einfach mal random einen raushauen. Es gibt einen Künstler, der nennt sich Noah Amano. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, Bruder. Kann sein, ja. Und ich sag euch ehrlich, so wie es ist, für mich ist Noah Amano mit Abstand einer der the Best of Ten, Bruder. The Best of Ten, weil er einfach eine Musik macht, die mich einfach packt. Zum Beispiel dieser Song, den habe ich gehört im Knast von ihm, ja? Mein ganzes Leben mit dem Herzen gedacht, blieb für andere die Nächte lang wach. Sie wollen mein Brot und mir nehmen, was ich mir seit Jahren verdient. Bruder, der Typ ist underrated. Der macht so starke Musik. Aber leider ist es so, dass er mit seiner Musik weniger Erfolg hat, als wie er schreibt für andere. Und er schreibt wirklich für namenhafte und große Künstler, Bruder. Krass. Deswegen habe ich dir die Frage gestellt, Bruder, wovon lebst du besser? Weil bei ihm ist es leider umgekehrt. Er lebt vom Songwriting besser. Warum leider? Wie? Also ist doch nichts Schlimmes. Ja, Cousin, aber guck mal, du bist doch ein Künstler. Ja. Du bist doch ein Künstler, Bruder. Und es ist, also für mich ist es so, dass wenn ich Musik mache, dass meine Musik im Vordergrund steht und ich Plus mache durch meine Musik. Aber wenn der kriegt doch, stell dir mal vor, er wäre nur Künstler und die geht auch nicht ab. Okay, Cousin, aber willst du mir sagen, dass es für dich nicht Energie ist, wenn du schreibst für andere? Es ist doch deine Energie, Bruder. Ja. Es ist doch. Aber er kriegt doch Cash dafür. Ja, Cousin. Wenn er seine Energie nicht geben möchte, dann soll er das doch nicht machen. Ja. Also ich, Bruder, man darf nicht so negativ denken, weil am Ende, Bruder, er hat vielleicht, guck mal, du sagst doch, er schreibt für namenhafte große Künstler. Ja. Ist das nicht ein krasser Erfolg? Ist doch auch ein krasser. Wenn du sagst namenhafte Künstler, ich weiß nicht, wie namenhaft das jetzt ist. Namenhaft, Bruder. Also, okay, dann wird es ein Erfolg sein. Ich beziehe das jetzt mal auf mich, Bruder. Ich reflektiere jetzt mal von mir. Ich mache jetzt. Denkst du, ich habe keine Hits für Leute geschrieben? Bruder, ich habe für Leute Hits geschrieben, die haben 40 Millionen Streams und so ein Zeug. Denkst du nicht, ich dachte mir nicht zu einer Zeit, oh, das ist mein Song, den habe ich geschrieben? Okay, die Frage ist jetzt, wäre er genauso erfolgreich geworden, wenn du ihn gerappt hättest? Weiß ich ja nicht. Vielleicht wäre er noch erfolgreicher geworden. Weil und genau das f***t mich, Bruder. Mm-mm. Bruder, am Ende. Weil du nicht so viel Cash gemacht hast, ja, wie. Aber du musst dich darauf einlassen. Ja, das ist immer so. Du musst dich Weißt du, was ich meine? Und ich dachte mir, ey, wenn ich den Song kicken will, dann sollte ich ihn doch kicken. Aber ich mach's ja bewusst gerade nicht. Checkst du, was ich meine? Ich kann mich ja nicht für etwas entscheiden und dann sagen, oh nee, scheiße, warum habe ich das so gemacht? Ah, okay. Checkst du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Bruder, das ist ja nicht so, als ob jemand kommt und eine Maschine an deinen Kopf tut und die Texte raussaugt und du gehst da bewusst hin ins Studio, du gehst doch den Weg dahin, du holst dir doch ein Uber, du rappst doch dort im Studio mit dem Wissen, ich gebe das, was ich gerade rappe oder singe oder tralala, diesen Künstler. Sein. Weißt du, was ich meine? Das ist, Bruder, du hast jetzt gerade was rausgehauen, Bruder, das ist was maximal, ist das, Bruder? Das ist was Dings, ist das? Bruder. Das ist von der Pate. Also ich dachte Harry Potter. CPY-DLR fragt, Noah, musstest du damals eine bestimmte Art von Songs droppen, beziehungsweise wurde dir mal verboten, bestimmte Hörproben als Songs zu veröffentlichen? Ich hatte diesen Kalkal-Song. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Genau, da gab es ja ganz viel, Bruder, ich habe ja die Hörprobe gekickt. Das war die erste deutschsprachige Hörprobe, die 1 Million an einem Tag geknackt hat. Und da habe ich echt im deutschsprachigen Raum so Rekord gebrochen. Hör mal kurz rein, damit wir wissen, was der Noah meint. Bruder, wofür steht dieses SOP, wenn du eigentlich bei der KMN gewesen bist, Bruder? Bruder, das Ding ist, ich war ja nicht direkt bei der KMN-Gang. Das war ja der Plan von Anfang an. Das haben aber leider viele nicht gepeilt. Ich habe zusammen
mit den Jungs quasi so ein Unterlabel aufgemacht. Checkst du, was ich meine? Mhm, so. Also wie 385i von Aslax mäßig? Ja, perfektes Beispiel. Genau, okay. So war das. Genau, da habe ich halt mein eigenes Ding gemacht. Deswegen auch alle Dings da auf dem SQP-Account gewesen. Möchtest du irgendwas sagen bezüglich dieser Person? Das ist ein Model im Video, Bruder. Willst du irgendwas sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Ich hab eine Frau, Bruder. Ich küsse dein Herz. Was versuchst du hier gerade fitner zu machen? Ich liebe meine Frau über alles. Die ist gerade hier auch im Stream drin. Ich liebe dich über alles. Hör nicht auf diesen Typen. Ich wusste, gibt's genau. Es gibt eine Frau. Es gibt nur eine Frau für mich, Bruder. Und das ist diese Frau, Bruder. Okay, Bruder. Wallah, Bruder. Was machst du hier, Bruder? Nein, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bruder, ich hab gedacht... Das ist professionell, Bruder. Das ist ein Model für ein Video. Okay, Bruder. Ich hab Bruder. Was machst du hier? Nein, Bruder. Versteh mich doch nicht. Bruder, bitte versteh mich nicht falsch. Ich hab gedacht, das ist eine Freundin, die man kennt. Kennst du doch, Bruder? Ich muss jemanden. Nein. Ich brauche jemanden ganz schnell für ein Video drehen. Walla, nein. Okay, dann mach kurz. Wenn ich Videomodels habe, dann buche ich die über die Videoproduktion. Bruder, was ist das für ein Mensch, Alter? Wir sind so, Bruder. Bruder, ich schwöre, ich hab Tattoo von ihr. Ich hab doch gar nichts gesagt, mein Bruder. Ich wollte nur fragen, möchtest du etwas über diese Person sagen? Was ist das für eine Frage, Bruder? Bruder, Frage ist Fitna an Personen. Nein, Bruder, ich hab dich. Ich wollte nur. Bruder, vielleicht kennt man. Du kennst das doch. Boah, scheiße, Modelagentur hat abgesagt. Ich muss jetzt schnell eine Perle klären, die Video dreht. Oder die mitkommt zum Videodreh. Ich wollte nur das wissen, Cousin. Ey, ich respektiere alles, was du sagst, Bruder, und alles, wie du lebst. Und ich respektiere das alles, Cousin. Ich schwöre bei Gott. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du bist ein Cousin. Du bist der erste Rapper, den ich kennengelernt habe, der einfach im Studio gebetet hat. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, ich dachte, wie ist es, Cousin? Also zu dieser Person kannst du nichts sagen. Es ist einfach ganz normal ein Model aus einer Agentur, die gebucht worden ist. Ja. Seriös. Zum Videodreh. Hat alles die Arbeit gemacht. Ja. Okay, Bruder, alles klar. Das. Was ist das für ein Mensch? Ich verstehe gar nicht. Nicht mal diese Lache ist doch schon fitner, Bruder. Er hat mich auseinandergenommen, Bruder. Der hat sich direkt angegriffen gefühlt. Der muss direkt sagen, ey, ich hab nichts, ey. Los. Bruder, guck mal, ich schwöre, wenn du wüsstest, wie sehr ich meine Frau liebe, Bruder. Wir können noch mal kurz darüber sprechen, Bruder. Weil dieser Mensch hat mich komplett verändert, Bruder. Ich hab Drogen genommen. Du kennst mich gar nicht. Du hast echt Drogen genommen? Aber richtig. Echt, ja? Boah, aber richtig. Sonst was. Und dieser Mensch ist wie ein Engel, der in mein Leben getreten ist, Bruder, und mich komplett weg von dieser ganzen Scheiße gebracht hat. Das muss Bruder, bitte. Guzzi Gang, ihr wisst ganz genau, was passiert, ne? Wiederhol, was du gesagt hast, Bruder. Ich liebe meine Frau über alles. Sie hat mir in den härtesten Zeiten geholfen. Ich lag oft am Boden und sie haben auf mich getreten. Und genau an dem Moment, wo ich mir dachte, keiner kann mir mehr helfen, guckte ich nach oben. Und ein Licht kam auf und ich sah ihr wunderschönes Gesicht. Meine Augen öffneten sich und in meinen Augen war ein Glanz, den ich so zuvor noch nie gesehen habe. Dieses Licht hat mir hochgehalten. Ja, Bruder, warst du diese an? Ich war noch gar nicht fertig, Bruder. Das war gerade Intro. Was redest du? Bruder, ich schwöre, schreib wie ein Roman über meine Frau. Ich schwöre, Bruder. Ich will heute nach Hause gehen mit maximalen Pluspunkten. Wallah, Bruder, ist so. Wallah, Bruder, ich will nur sie überzeugen. Ich schwöre, Schieb's Bruder. Augen, Bruder, mach weiter. Sie ist gerade krank, deswegen, weißt du, so sind stärkende Wörter. Auf jeden Fall sah ich ihn glänzen in den Augen und es kam eine leichte Windbrise in mein Gesicht. Ein leichter Duft und auf einmal spürte ich die Stärke an meinem ganzen Körper, der mir hochgeholfen hat. Auf einmal stand ich da, ihre Hand ging in meine und ich wusste, ich werde alles f***. So, Mann, Alter! Wuhu! Wenn man einfach bedenkt, Bruder, dass der sowas sagt, sowas rappt. Das war vor ihr. Mama ruft an, das war vor ihr. Wir wissen alle, hätte der Noah diese Worte nicht gesagt, müsste der Cousin heute auf der Couch schlafen, deswegen respektieren. Nein, Mann, Digga, ich schwöre, sie hat dickste Humor, ich schwöre. Wenn sie käme, sie hat dickste Humor. Schwester. Guck mal hier, warte, ganz kurz. Schwester, ich hätte heute lieben gern, hätte ich dich auch einladen können ins Restaurant. Du musstest aber schnell weg, weil du gerade krank bist. Du bist nicht gesund. Krank, boah, ich wünsche wirklich dir auf jeden Fall eine schnelle Genesung. Inshallah. Auf das, was ihr miteinander habt, ein Leben lang hält. Schwester, du weißt, was du wissen musst, ist auf jeden Fall, dass diese Cousi Gang und dieser Livestream lebt von so einem Humor. Okay? Ja, das ist so ein bisschen... Das ist doch Mardelli und so, weißt du, das ist so ein bisschen... Du weißt, er muss sein Ding durchziehen und so. Du weißt, er muss so ein bisschen fitner links, rechts fahren, du weißt... Okay, Bruder, dann machen wir einfach weiter im Text. Und zwar, wir hoffen natürlich, dass du heute nicht auf der Couch liegst, Cousin. Ich habe gerade gesehen, du hast... Also ich hoffe auch nicht, ja. Wir machen einfach weiter im Text. Und zwar, was hast du
vor demnächst in der Zukunft, mein Bruder? Was ist the next step? Spring jetzt mein Album, Alter. Und ich sag's dir gerade zum ersten Mal. Ich wollte es mir ein bisschen aufheben, so einen Film drum bauen und so, aber an alle, die hier drin sind, an die ganze Kusi-Gang, ich springe mein Album und das wird jetzt, ich will noch nicht sagen, wann das kommt, aber auf jeden Fall Anfang nächstes Jahr. Hast du einen Namen? Nein. Doch, ich habe einen Namen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Boah, ich entscheide das immer im letzten Moment, auch mit Cover und Tralala und der ganze Film irgendwie. Bruder, letztes Mal hatte ich Kianushi gehabt, Bruder. Ja. Und Kianushi, ich wollte den Kianushi weiß machen, die Kusi Gang weiß, was ich meine. Ich wollte den Kianushi weiß machen, dass es niemanden mehr gibt, der wirklich Wert auf ein Cover legt, Bruder. Legst du Wert auf Cover? Hundertprozentig. Echt? Ich schicke meinen Kopf, ich mache 10 Covers, ich ändere das 10-mal vor Abgabe. Bruder, warum bin ich so? Ich gebe maximal einen Bruder, zeig mal deine Covers. Bruder, die haben zu mir gesagt, Bruder, wir brauchen ein Cover. Und das ist ja so, du musst den Song abgeben mit Cover. Ja. Okay? Master und Cover, ja. Ich sag, ja, Bruder, der Song heißt Weißer Käfern. Dann bin ich einfach auf Google gegangen und habe jemanden gesucht oder habe etwas gesucht, was einer Beerdigung ähnelt. Und ich hab einfach das genommen. Ich habe einfach eine Beerdigung genommen, Cousin, und habe einfach Weißer Käfern draufgeschrieben. Und das ist krass. Ich find's auch, es passt halt, Bruder, was soll man da machen? So, und dann haben die mich gefragt, bei Kokain, was für ein Cover wir nehmen. Dreimal darfst du raten. Nein, 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 Cousin, bei Kokain war ein ganz anderer Film. Ich hab einfach das hier genommen, Cousin. Das zum Beispiel, kannst du das den Leuten zeigen? Sehen die das? Das ist ein sehr krass Cover. Wow, das fühle ich sehr. Wie dieser Dings nach unten geht. Wow, also wirklich, ich feiere das unnormal. Ich schwöre dir, ich hab dir gesagt, nimm einfach ein Foto von der Person, mach einen Balken auf ihr Gesicht, mach das AfD, mach den AfD-Fall einfach nach rechts runter, Bruder, und schreib Gazi Kokain drauf, Bruder. Beste, Bruder, was willst du machen? Aber das ist geil, das ist zum Beispiel sehr, sehr kreativ. Walla, 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 ich hab dir das erklärt, während ich parke. Soll ich mir mein kommendes Cover zeigen? Ja. Aber auch wieder geheim, ich will das jetzt nicht. Schöne Grüße an Marc Champagne. Ich hab denen das erklärt, wie ich das haben will, während ich rückwärts einparke innerhalb von 20 Sekunden. Der Typ hat es einfach genauso umgesetzt, wie ich es in meinem Kopf hatte. Nein. Doch, guck mal genau hin. Du weißt, was das ist. Du weißt doch von hier. Ja, Bruder, ich weiß, was es ist, Cousin, aber was willst du damit sagen? Walla sagt, redet es nicht von selbst? Ich schwöre bei Gott, wenn ihr wüsstet, was er mir gerade zeigt, ne? Das ist ein krasses Cover. Walla Billa. Walla, meinst du das ernst? Ich schwöre bei Allah, das ist ein krasses Cover. Das hat mir von Kappi habe ich das. Er hat mir gesagt. Echt? Ja. Guck mal, nur so, einfach nur so getroppt. Ohne nichts? Ohne nichts. Gott, da willst du mir sagen, du machst dir voll die Gedanken über ein Cover, Bruder. Das ist Gedanken machen, Bruder. Ey, wenn ihr das wisst, das ist doch krass. Das ist ein krasses Cover, Bruder. Das ist sehr Straße, finde ich, Bruder. Ohne, dass es so Straße impliziert, Bruder. Das ist sehr laidback, Bruder. Sehr anonym, Bruder. Weißt du, was ich meine, Bruder? Verstehst du gar nicht meinen Film, meinen künstlerischen Film? 100 Pro, Bruder. Jetzt gerade, wenn ich gerade drüber nachdenke, Bruder, fuck ich mich ab, warum es mir nicht eingefallen ist. Ey, sag dir, wie es ist, Cousin. Es ist so simpel. Und es ist so simpel. Für sich. Es spricht für sich. Bilder, es würde zu dir richtig sprechen. Es ist so simpel, dass es schon wieder geil ist. Das meine ich. Und jeder kennt es. Aber es wurde nicht durchgefickt. Es ist stark. Danke. Es ist geil. Stark. Können wir zeigen? Deswegen, du musst nicht gesehen. Walla, ich zeige euch mein nächstes Cover. Es ist so simpel. Okay, man sieht es gar nicht. Könnt ihr das sehen? Zeig hier. Ich habe Patent, wer das klaut, sein Hu. Okay, machen wir diesen. Chat, ich schwöre bei Gott, er meint es ernst. Walla. Chad, er hat einfach das hier genommen. Er meint einfach diesen Film. Was sagt ihr 1 bis 10? Seid ehrlich. Nur die Künstler werden das checken, Bruder. Das 10 von 10. 9,5. 10 von 10. Was sage ich, Cousin? Facebook ohne Profilbild, ja. Es ist so simpel, dass es wieder geil ist. Jetzt frage ich mich ab, warum es mir nicht eingefallen ist, Bruder. Ich habe jeden Tag mit diesem Scheißbild zu tun, ne? Glaubst du mir? Deswegen ja, Bruder. Wir sind doch dieses Bild. Wir sind doch original so. Weißt du, warum ich dich feiere? Ha. Du warst im ersten Moment so ehrlich so. Hä? So, weißt du so? Und dann, nachdem du so nachgedacht hast, so das angeschaut, dann hast du erst so richtig verstanden. Bruder. Und hab dir gesagt, ich frag mich ab, warum es mir nicht eingefallen ist, Bruder. Ich sag dir, wie es ist, ich feier das, Cousin. Wallah. Also jetzt feier ich's. Kapi hat dir gesagt? Von Kapi habe ich die Idee, ja. Worüber sich Kapi mal Gedanken macht, ne? Kranker Typ. Sehr kreativer Kopf auf jeden Fall. Shoutout für diese geile, kranke Idee. Er schreibt gerade so sein Dings. Er schreibt gerade so sein Cover. Nein, ich wollte gerade Kapi schreiben. Bruder, schick mal bitte neue Dings. Schick mal eine Cover-Idee für nächste Song. Walla, er ist kreativ, er ist dick kreativ. Kreativität ist ein gutes Wort, Bruder, und darauf möchte ich allen ansetzen. Was stört dich aktuell an der heutigen Szene, so wie du sie wahrnimmst? Mich stört aktuell am meisten, glaube ich, dass so viele Rapper so unauthentisch sind und nicht das sagen, was sie denken und so. Und von ihren ganzen Labels und Managements und sonst was so klein gehalten werden und einfach nicht die Fresse aufreißen, auch für Dinge, die gerade einfach Thema sind und so.
Das nervt mich eigentlich auch am meisten. Und es ist einfach so, guck mal, jemand bringt einen Song raus, der geht ab. Alle müssen jetzt so einen Song machen, Bruder. So, es fuckt mich unnormal ab, Bruder. Deswegen fahre ich immer meinen eigenen Film, Bruder. Das ist nicht, guck, jetzt zum Beispiel Techno läuft, alle machen Techno. Das läuft, alle machen das. Weißt du, was ich meine so? Aber nicht auf ihre Art und Weise, sondern genauso, wie diese Person das gemacht hat. Am Ende hast du so ein Deutschrap, besteht so leider zu 95% aus irgendwelchen Kopien von Amis, von Franzosen, von sonst was. Und keiner. Okay, aber ohne dich jetzt angreifen zu wollen, Cousin. Und du weißt, ja, bei uns ist Respekt groß geschrieben, Bruder. Deine Musik geht aber auch in den französischen Bereich. Ja, hundertprozentig. Aber hör mal meine Musik nach. Was klingt das? Nach Noah, Bruder. Egal wie französisch du das klingt. Immer, ja, du hast immer noch deinen eigenen Blueprint, wenn, Bruder. Wenn der Song läuft, dann denkt man sich, Noah, Bruder. Das ist Noah, Bruder. Aber bei vielen, das meine ich mit 95%, hörst du den Song und denkst dir, das klingt wie Travis Scott in Waschmaschine, Bruder. Checkst du, was ich meine, Bruder? Leider, ja. Und das ist halt so, dass keiner hat so einen eigenen Dings da. Und ich, Bruder, ich habe auch Techno-Songs, Bruder. Ging auch ab, diese türkische Song, das sind komplett Techno-Song. Wir sind in die Türkei Top 50 gegangen, Bruder. Kalka? Nee, Omuzum da, Bruder. Guck mal, wie viele YouTube-Klicks das gemacht hat in der heutigen Zeit. Es ist unmöglich, Bruder. Omuzum da? Ja, und wir haben TikTok-Rekord gebrochen für meisten Creations dieses Jahr im europäischen Bereich. Echt, ja? Ja. Sondern dass du mich hast. Ich habe mich mal auch an einem Liebessong gewagt. Oh, du? Ja. Also und wenn du einen Liebessong, der muss aus Herzen kommen. Ich habe mich echt mal an einen Liebessong gewagt, Bruder. Und ich habe das mit Rais gemacht. Chat, ich hoffe, dass ich das für euch öffnen kann. Bin mir noch nicht ganz sicher. Der Song heißt Löcher im Herz. Ich hoffe, dass der Song sich öffnet. Beim letzten Mal wollte er nicht ganz. Das will nicht, das wollte schon beim letzten Mal nicht. Ich fick doch mein Leben, Alter. Baller, ich mach mal einfach jetzt einen Move. Ich rufe mal kurz einmal den Lolo an. Jano NRW, hast du deine Kette gefunden, Gazi? Nein, Bruder. Leider nicht. Okay. Okay, Chat, ich habe mich an einen Liebessong gewagt mit meinem Bruder Rais. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das zeigen darf. Ich hoffe nicht, dass der sich abfuckt. Rais, Bruder, bitte. Ich hab auf jeden Fall davon erzählt. Bitte hasst mich nicht dafür. Hast du Kopfhörer auf? Warte jetzt sofort. Das Ding ist wirklich noch roh, ja? Ah, lass diese Ausrede. Nein, aber hau rein. Das ist wirklich roh, Bruder. Und wenn du fragst, wie es mir geht, ich trag Löcher an meinen Netzen und ich höre dich gar nicht mehr. Ja! Du schläfst nachts nicht mehr ein, so wie früher. Hörst du Stimmen, denkst du gleich, Polizei ist vor der Tür. Das Resultat von dem Wort, was ich dir gab. Darum weinst du Tränen aus Kajal. Und du weinst. Boah, du liegst ganze Song, aber sehr krass. Sehr krass. Bruder, wenn ich eine Frau wäre, ich würde direkt... Nein, Bruder, hör auf. Bruder. Also, lieben, was denkst du? Okay, Bruder, bitte. Hör mal auf, Bruder, was denkst du?